So, willkommen zurück bei Let's Play Mario und Luigi Sunshine Grenzsprung. Ja, das ist jetzt inzwischen schon meine dritte Aufnahme. Also beim ersten Mal ist meine Schwester reingelaufen und eben gerade, ich war gerade fertig mit Sunshine Grenzsprung, da ist mein Computer abgestürzt. Diese zwei grünen, was weiß ich, Schildkröten-Heinis haben meinen Computer zerberstet. Und ratet mal, was jetzt kommt. Ich gebe mir noch 5 Leben und dann schließe ich dieses Kapitel hier mit Grenzsprung ab. Aber gerne. Dem Helsing geht's immer noch nicht besser. Ich hätte, ja, auch mal eine Partie Secret of Mana 2 nicht verachtet, sage ich mal so. Hätte auch mal gerne wieder das gespielt, aber ihr merkt schon, ich bin jetzt richtig Pro hier. Ich hab das so oft gemacht, so oft. Ey, ihr könnt das gar nicht glauben, wie mich das gerade aufgeregt hat. Mein Gott. Fantastisch, erster Versuch. Achso, ich habe eben übrigens wieder 10 Minuten gebraucht, um allein dieses Level zu schaffen. Und, Glückwunsch, das war Level 4. Gut gesprungen. Und hier sind eure Bohnen, mehr Grünbohnen und 5 Stück sogar. Ja, die werden wir dringend brauchen am Ende des Spiels noch. Nicht am Ende, so in der Mitte. Tja, was habt ihr jetzt anzubieten? So weit war ich gar nicht mehr gekommen. Ach, gut, das war alles. Gut. Noch gar nicht. Bitte nicht. Oh, bitte, das könnt ihr nicht machen. Ey. Okay, dafür gebe ich mir ein einziges Leben. Nee. Ich will lieber im Spiel weiterkommen als. Ey, guck dir das an, ey. Guck dir die Scheiße an. Bitte nee. Bitte nicht. Sagt mir nicht, dass ihr das geplant hattet, ihr zwei Nasen. Entschuldigung, ich bin nicht mehr so gut gelaunt, nachdem eben Bluescreen kam. Und ich hätte das liebend gern aufgenommen, aber glücklicherweise, beziehungsweise beschissenerweise, waren die Videos, die währenddessen aufgenommen waren, nicht im richtigen Format. Deswegen konnte ich die nicht mal abspielen. Und jetzt seht ihr auch mal, beim letzten Mal bin ich hier perfekt vorbeigesprungen. Meine Jumping Skills sind jetzt auch mächtig erhöht. Oh, ey, Bluescreen, ich kann's nicht fassen. Ich speichere am besten nochmal, das hat mich eben so aufgeregt. Nicht, dass der Bluescreen kam, sondern, dass der Bluescreen kam, nachdem ich Sunshine Grenzsprung beendet hatte. Oh, ich hätte am liebsten jemanden ins Gesicht geschlagen. Und erinnert ihr euch das hier an das hier vom letzten Video? Mal sehen. Mal sehen, was das bedeutet. Hä? Ist das nicht Bowser? Boing, 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 boing. Blink, blink, blink. Oh, oh. Hey, Mario! Endlich, da bist du! Los, hol mich sofort hier raus! Sieh an, Bowser höchstpersönlich, ausgerechnet in einer Kanone. Und will vor Wut fast explodieren. Was denkst du? Wer du bist! Okay. Stella nennt man mich. Mit harter Hand regiere ich hier im Sternschnuppenfeld. Viel habe ich von dir gehört, doch bist du keiner. Doch bist du kleiner, als ich dachte. Okay. Willst du da etwa wieder raus? Umsonst lasse ich dich nicht raus, du armer Wurm. Gib mir all deine Münzen, dann lasse ich dich ziehen. Und niemand erfährt von diesem höchst peinlichen Vorfall. Die Schande. Das ist ja nicht zum Aushalten. Was macht denn der da mit seinen Augen? Was?
Ihr wollt mir für einen für Bowser 119 Münzen zahlen? Wenn mir das mal kein Pilzgeld aus dem Pilzkönigreich ist. Hier in Bohnenland müsst ihr ausländische Devisen erstmal umtauschen. Der Tauschkurs für 119 Pilzenmünzen. Genau 10 Bohnentaler. Und für läppische 10 Taler wird dieses Geheimnis nicht geheim bleiben. Also bringt mir einfach noch 100 Bohnentaler. Wie ihr an das Geld kommt, euer Problem. Oh, merkwürdig, wie ist denn da die Brücke gekommen? Warum habe ich das gerade weggedrückt? Ach, egal. So, das hier ist die richtige Arena fürs Stern. Was ist das? Okay, das kenne ich mal. Ich habe ich alles wieder vergessen. Da sind jetzt wieder diese Dinger hier. Boah, ich bin so überglücklich, dass das... Autsch. Dass anscheinend Grenzsprung erstmal wieder vorbei ist. Hat mich aber auch aufgeregt, diese Scheiße, ey. Drei Schaden war ja genau. So eine Meldung. Ich habe anscheinend wenig Speicherplatz übrig. Nicht gut. Jetzt habe ich 4 Münzen. Jetzt habe ich 5 Münzen. Nein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. Wow. Gut. Entschuldigung, dass ich jetzt mitzähle, aber bei 100 muss ich wieder zu diesem Heini da zurück. Oh. Ich finde es auch lustig, jedes Mal, wenn er gegen den Block springt, es kommt nicht jedes Mal eine Münze raus. Was ist das hier für ein Ding? Das sieht so... Na gut. Ah, nein! Gibt's doch. Was? Diese komische, so wenig Speicherplatzmeldung muss ich mal kurz wegmachen. Entschuldigung. Oh, meine Maus, ey. Ich muss hier mal mit. Nein, 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 tu's nicht. Tu's nicht. Ich will nicht. Warum? Wie komme ich zurück? Muss ich A drücken? Ach, Mann. Ist doch kacke, Luigi. Die Steuerung vergessen. Schön. Wegen dem kleinen Vorfall da eben. Aber jetzt zurück zum Spiel. Jetzt werde ich mich nicht mehr aufregen, denn ich spiele ja Mario und Luigi Superstar Saga. Nicht anscheinend Grenzsprung. Bäh. Die Kretze, ey. So, und deine Angriffspunkte werden erstmal geboostet. Willst du mich verkackeiern? Also, jeder aus unserer Gruppe Mesh Gaming TV hat... Was zur Hölle? Hat jetzt ein eigenes Let's Play... Naja, eigen... Kann man nicht sagen. Autsch. Also jeder von uns hat jetzt ein Let's Play am Laufen. Da gibt es einmal den Draven, der hat, jetzt Gothic 1 angefangen. Dann gibt es bei uns den Caesar, der hat World of Minecraft und außerdem angekündigt, dass er bald Limbo machen wird. Dann gibt es den Helsing, der macht ja momentan mit mir, Flowtibbutz, der macht Secret of Mana 2 mit mir und da mache ich noch Let's Play, Mario und Luigi Superstar Saga. Ich kann mich gerade kaum konzentrieren, denn ich muss mich ja gleichzeitig auch noch auf den Kampf konzentrieren. Deswegen labere ich gerade auf Autopilot. So, wo war ich stehen geblieben? Entschuldigung, aber ich war dabei zu sagen. Ach ja, ich mache Let's Play Mario und Luigi Partners in Time. Das ist ein anderer Teil. Davon wird bestimmt auch noch was. Yes! 3! Brüderpunkte? Ich dachte Angriff. Ach, Brüderpunkte, das werdet ihr noch sehen. Das wird auch ganz lustig.
wenn ich dann mal dazu komme, die einzusetzen. Spoiler ich hier schon wie wild. Paddleblock. Bestimme mit Hilfe von links oder rechts auf dem Steuerknüppel bei mir in Richtung. Dann A, B. Gut. So. A. Nee. B, A, B. Ach so. Gut verstanden. Und hier sind wieder mehr Münzen, deswegen war das ja. Ach komm schon, ihr seid doch Partner. Das hätte aber besser gehen können. So, wer ist unten? Mario. Natürlich, immer dieser Mario. Der hat's auch gesehen. Das schaffe ich. Schon tausendmal. Nein. Das ist doch irgendwas Besonderes. Nein. Ich hab's eben geschafft. Ihr habt's gesehen. Das ist möglich. Erst dieses Seil springen, ja? Und jetzt sowas. Das kann doch nicht angehen, ey. Okay, okay. Vielleicht muss ich das ja so... Nein. Ah, da komme ich nicht hin. Okay, okay. Wie komme ich da hin? Wenn ich hochdrücke? Nee. Entschuldigung, dass ich das jetzt so vergessen habe irgendwie, aber... Ich werde schon noch drauf kommen. Ach, nee. Nicht so wichtig. Sirup. Was ist das hier? Sternschnuppen Arena 51. Das kennen wir doch, dieses Ding. Da kommen... Rot und Grün? Die Sternschnuppen von eben, die sind vielleicht... sind tatsächlich feindliche Außerirdische. Bei unserer Sternschnuppen-Ehre. Wir müssen sie finden. Habt ihr sie vielleicht gesehen? Sternschnuppen-General. Habe ein sehr verdächtiges Objekt ausgemacht. Dieses Grün ist so leuchtend, dass es in den Augen brennt. Hä? Ich sehe nur rot. Hab das auch überprüft. Aber das ist rot, nicht grün. Sofort mit bloßem Auge überprüfen. Und Bericht. Sind die irgendwie dumm? Was machen die da? Oh, was? Cool. Können die ihn da? Oho, das ist doch Mario aus dem Pilzkönigreich. Bestätige Sichtung von Luigi. Sergeant, umgehend Autogramme anfordern. Gibt's ja nicht. Was? Die schöne Stimme von Prinzessin Peach? Gestohlen? Naja, die hat jetzt eine neue. Diese Stimme muss unbedingt gerettet werden. Vielleicht können wir euch dabei ein wenig helfen. Nun, weihen wir euch in die Paaraktion der Sternschnuppenbrüder ein. Mario, Luigi... Jetzt gibt es ein spezielles Sondertraining zum Thema Paaraktion. Bereit für das Sondertraining? Ja. Oh, das. Wisst ihr was? Ganz am Ende hiervon kommt die Frage, wollt ihr das nochmal machen? Wisst ihr, was das bedeutet? Ich mache es nicht zweimal, hoffe ich. Hoffe ich. Um besonders hoch zu springen, hüpft Luigi demnächst auf Mario. Dann kann ein hoher Sprung ausgeführt werden. Drückt zunächst L, um den hohen Sprung auszuwählen. Hoher Sprung. Düdüm. Der erste Sprung verfolgt dann durch Drücken von B. Drücke zum gemeinsamen Sprung noch einmal B. Ja, das machen wir jetzt auch. Erklärung wiederholen. Nein, fick dich. Also Luigi, spring mit dem hohen Sprung auf den Felsen. L. B. Boing. Ah. Stimmt ja. Mit dem hohen Sprung schaffst du auch höhere Stufen. Wisst ihr, was das war vorhin? Eine hohe Stufe vielleicht? Jetzt tauscht mit Start die Position. Mario, bitte nach hinten. Drücke L und wähle Wirbelsprung. Bla bla bla. Ja, ich hab's. Ja. Jetzt weiß ich auch wieder. Hey, guck mal, das sieht cool aus, oder? Drücke B, um zu springen.
So kann Mario auf Luigis Schultern springen. Wenn du nun erneut B drückst, wirbelt ihr beide zusammen für eine Weile durch die Luft. Verwende das Steuerkreuz, um dich in der Luft zu bewegen. So lange können wir das aber nicht machen, glaube ich. Mit dem Wirbelsprung könnt ihr auch breite Täler und Gräben mit einem Sprung überqueren. Erklärung wiederholen? Nein, nein, bitte nicht. Also Mario, spring mit dem Wirbelsprung auf den Felsen auf der rechten Seite. Start. L. B. B. Bingo. Bravo. Die Aktion, die der hintere Bruder durch Drücken von B ausführt, nennt man Paaraktion. Drücke L, um die Aktion auszuwählen und B, um sie durchzuführen. Merkt euch das gut. Das sind Aktionen, die sich nur in brüderlicher Einheit bewältigen lassen. Ihr seid alte Männer, was wollt ihr eigentlich? Guckt euch mal eure Bärte an. Ihr habt nicht mal einen Mund, oder ist das ein Grinsen? Das wäre nämlich ziemlich creepy. Sondertraining Ende. Informationen wiederholen. Nein. Dann zeigt mir, was ihr mit dem Sondertraining gelernt habt. Benutzt den hohen Sprung und den Wirbelsprung, um zu der Flagge da oben zu kommen. Da ist die Flagge. Jetzt kommt ein Speedrun. Boing, 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 boing. Nein. Start, B, blub. Start, B, blub. Boing. Start. Ey, guckt euch das mal an. Dum, dum, dum. Start, B, blub. Tatsächlich, Mario und Luigi, jetzt seid zwei Brüder, den hohen Sprung und den Wirbelsprung beherrscht ihn. Perfekt, da. Wir wünschen euch viel Glück auf euren Abenteuern. Stillgestanden! Das wäre geschafft. Also, jetzt muss ich erstmal hier wieder so machen. Nee? Erst vorne. Und Sirup. Wisst ihr noch, was ich eben gerade zu dem Brüder... Ach so, erstmal zu wichtigeren Dingen. Nein! Gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Wisst ihr was? Ah, das ist ein Speicherpunkt. Ich bin aber mal gespannt, wie lange ich das hier schon gemacht habe. Habt ihr das da gerade gesehen? Paar Attacke. Platschbrüder. Wie? Drei, was? Verstehe ich nicht. Noch nicht. Das werden wir gleich auch lernen. Da kommt nämlich gleich noch ein Tutorial, weil... Dazu braucht man Brüderpunkte. Das sind Magieattacken in diesem Spiel. Und das sind ziemlich harte Quicktime-Events. Das ist... Naja, nicht ganz so einfach wie... Autsch! Ich hab wieder... Also wirklich, diese Buttons, die sollten mal andere Farben haben. Wie kommt ein Vollidiot auf die Idee, das A grün zu machen? Ist doch klar, dass das rot sein muss. Nein! Nein! Ich dachte schon wieder, jetzt kommt ein Bluescreen, ich speichere, ey. Oh, mein Gott. Also das hätte ich heute nicht noch ein zweites, noch ein viertes Mal verkraftet. Nee, ein drittes Mal, ich kann nicht zählen. So, ich beende dann mal kurz die Aufnahme und bin gleich wieder da. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Episode noch nicht lang genug, aber auf jeden Fall mache ich jetzt ein neues Video, damit die Dateien nicht nochmal verunreinigt werden oder wie man das nennt, corrupted, ja. Bin ich dann auch wieder. Eben hat das Spiel unglaublich gehackt, warum auch immer, als ich die Aufnahme gestartet habe, aber das ist wahrscheinlich genau dasselbe Problem wieder wie am Anfang. Und Mario macht inzwischen schon vier Schaden, wenn er auf diese komischen Fliegen da springt. Und diese Kanonen da hinten kann man nicht kontern. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht die angreife, weil ich die kleinen Fliegen ja kontern kann. Aber die scheinen auch ziemlich viel Erfahrung zu bringen, habe ich das Gefühl. Aber es ist trotzdem lustig, wenn ich immer mal auf so eine Kanonenkugel drauf springe. Ist das euer Ernst? Okay. Ich habe in der ersten Folge mal gesagt, dass Framerate einbrechen kann. Aber das... Bin ich wieder da, okay? Das geht gar nicht. Entschuldigung, dass ich so viele Probleme mache. Ich bin echt ein Sorgenkind, aber naja. Jetzt geht's wieder, glaube ich. Hoffe ich. Ich will es ja schwer machen. Echt komisch, wie kommt das eigentlich? Falls da jemand eine Ahnung hat, warum das so ist...
ich hätte nichts dagegen, wenn ihr es mir sagt. Das finde ich echt nett. Also, falls das hier irgendjemand sieht, der Ahnung von sowas hat, dann bitte sagen, ja. Denn ich will nicht sagen, ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe keine Ahnung davon. Nicht so. Warte mal, was habe ich denn da gerade? Warum speichere ich eigentlich? Ich mache manchmal unüberlegte Dinge. Mal wieder Autopilot oder was? So, ich habe gerade eben noch was gesehen. Das ist doch eine Sache. Das ist doch selbstverständlich. Warum? Was ist hier eigentlich oben? Ach, das ist der reguläre Weg da. Okay. Erinnert ihr euch noch an den Fettsack da vorhin? Ich glaube, das ist... Naja, ich spoiler hier zwar, aber das ist der Boss. Ich muss irgendwas sagen. Wir haben jetzt schon 68 Münzen. Bohnenmünzen. Es dauert also nicht mehr lange. Ah, nicht sowas. Das war mies. Das habe ich gar nicht erwartet. Entschuldigung. Normalerweise bin ich nicht so unaufmerksam. So, und jetzt... Boah, das hätte ich vorhin fast gar nicht gesehen, ja. Was ist denn das? Das macht mich irgendwie wütend. Ich bin wieder inkompetent. Meine Inkompetenzfähigkeit hält sich in Grenzen. Entschuldigung, ich will es nicht übertreiben mit Inkompetenz, aber... Ich bemühe mich. Nächster Versuch. Anderer Versuch. Boing. 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 Das ist einfach. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. So, jetzt bin ich hier. Wunder. Hit up. Oh. Mario, Luigi. Ach, die kennen wir doch. Welch ergreifendes Wiedersehen. Sie hatten eben ganz vergessen, euch etwas zu sagen. Wenn man im Gelände eine neue Aktion lernt, verfügt man auch im Kampf über einen neuen Angriff. Dazu hatte ich ja eben mal was gesagt. Ein paar Aktionen gelernt? Dann beherrscht ihr jetzt auch neue Techniken im Kampf. Oh yes. Oh yes. Wollen wir doch mal sehen, wie ihr im Kampf damit zurechtkommt. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Bimba. Wow, shit. Lass mich ran, der geht zu mir. Natürlich. So. Kampf, paar Aktionen. Ja, paar Attacken. Mario kann jetzt in seinen Kommandos eine neue Attacke, die Paar-Attacke. Warum da Bros steht, warum auch immer. In einer Paar-Attacke greifen Mario und Luigi gemeinsam an. Natürlich steht da Bros, weil die Brüder sind. Wähle hier das Kommando aus. Platsch, Brüder. Dann erscheint eine Liste der möglichen Paar-Attacken. Gut, Mario, greif an. Achso. Halt! Wie du siehst, ist der Bildschirm dunkel. Das heißt, ab jetzt kannst du den Knopf drücken. Aber keine Sorge. Vor dem Drücken läuft alles in Zeitlupe. Ah. Und wie du siehst, ist nicht nur die Zeitlupe aktiv. Auch der Knopf, den du drücken musst, erscheint auf dem Display. Drück auf den angezeigten Knopf. Ah, übrigens, dieses Zeichen erscheint, wenn du es richtig gemacht hast. Übrigens, es gibt nicht nur ein Kommando für Paar-Attacken. Also zum nächsten Kommando. Hier musst du gut auf das Timing der Eingabe achten. B. A. Es gibt noch ein Kommando. Der Schluss ist sehr wichtig. Wenn du es richtig machst, addieren sich die Angriffspunkte zu einem Superschaden zusammen. Jetzt musst du drücken. Super. So funktionieren Paar-Attacken. Nächster Punkt, den Modus des Angriffs. Der Modus bestimmt, wie schwierig die Attacke ist. Den Modus veränderst du mit L und R.
Durch Drücken von R. Okay, ich hab's verstanden. Und L, ganz einfach. Modus 2 läuft ohne Zeitlupe. Modus 3 ist ohne Knopfanzeige. Wow. Das ist ziemlich heftig, oder? Ach du Scheiße. In all meinen... Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich das vergessen. Oh, naja. Das könnt ihr versuchen, wenn ihr die Kommandos beherrscht. Zieht wahrscheinlich mehr ab. Ist von Vorteil, wenn ihr im schwierigen Modus die Attacken korrekt abschließt. Wenn euch das nämlich gelingt, dann erhaltet ihr am Ende noch Zugriff auf die Extra-Kommandos. Die Extra-Kommandos erweitern eure Fähigkeiten im Kampf. Vielleicht macht ja einer von euch, hat ja einer von euch beiden irgendwann eine gute Idee. Bis dahin solltet ihr eure Technik im Kampf schulen. Und damit endet unsere Übung der Paarattacke. Noch nicht. Zum Schluss erklären wir euch noch die Brüderpunkte. Ach, die guten alten Brüderpunkte. Kennt doch jeder. Jede Paarattacke kostet Brüderpunkte. Setzt sie klug ein. Und damit endet eure Lektion. Also ist das Mana. Also nicht vergessen, neu gelernte Geländeaktionen kann man auch im Kampf einsetzen. Jetzt aber wirklich. Mario und Luigi, wir wünschen euch viel Erfolg bei euren Abenteuern. Stillgestanden! Tschüss, können wir jetzt den fetten Klops auch einen auf die 12 geben. Aber, wo denkt ihr denn hin? Oh, na gut. Ich bin nicht so intelligent, wie ich mich halte. Jetzt ist auch mal Luigi an der Reihe. Kann man... einfach nur mal ausprobieren. A, B, super. 4? 4? Läppische 4 an... mein Gott, ich bin so schlecht. Toll, toll. Das war toll. Ich will auch mal was toll machen. Ich will immer nur Mario und Luigi. Ach, nochmal toll. Luigi ist ein richtiger Held. Ey, ich hab grad einen Pilz bekommen. Mario hat ein Level up. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass mir die Lebenspunkte knapp werden. Deswegen mache ich mal bei Mario Lebenspunkte. Das heißt, der hat jetzt 16. Und Luigi ist noch nicht an der Reihe. Der wird hier benachteiligt. Ach, ich bin einfach nur reingelaufen. Ernsthaft. Ach, was ich noch nicht erklärt habe. Wenn man flüchtet, verliert man Münzen. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit flüchten würde, dann hätte ich keine Bohnentaler mehr. Und dann müsste ich ja die ganze Zeit wie wild leveln. Und jetzt ratet mal, wie ich damals so viel gelevelt habe, dass ich den mit 3 Sprüngen getötet habe. Den Fettsack da vorhin. Ja, ich bin geflüchtet. Einfach so, immer wieder. Aber ich habe es gleich geschafft. Ich werde diesmal natürlich nicht hier wie wild leveln. So, jetzt hat selbst eben... Luigi ist völlig überpowered, ja. Geschwindigkeit. Warum ist denn da eine Treppe? Ich habe früher gedacht, das ist eine Hose. Ja. Ich bin nicht klug. Wie viele andere Wörter dazu? Ach, natürlich. Natürlich doch. So, weiter geht's mit. Ist hier hinten irgendwas? Quatsch. Ich bin paranoid. Mann, mir geht langsam das Zeug, was ich erzähle, aus. Ach Mann, der macht schon 4 Schaden ein. Au! Okay, ich bin... ich dachte, der Grenzsprung, dadurch werde ich mich an die Steuerung gewöhnen. Die ist ja eigentlich auch unglaublich einfach. Aber, warte mal, wie lange ist die Episode eigentlich schon? Oh. Mann, das ist ja bestimmt schon eine halbe Stunde oder so. Ach, naja. Kommt eben mal eine längere Episode. Ach übrigens, ich mag lange Folgen. Also, wenn ich Videos schaue, beziehungsweise Let's Plays schaue, dann finde ich es immer am besten, wenn unglaublich lange Folgen dabei sind. Deswegen werdet ihr von mir auch immer mal so 20, 25 Minuten Folgen erwarten können. Der Caesar, der sieht das anders. Der will immer genau 15 Minuten haben eigentlich. Oh, ey. Ich weiß nicht warum. Aber ich finde prinzipiell irgendwie Langfolgen besser. Da habe ich mehr zu gucken und muss ich ja noch ein neues Video starten. Aber jedem das seine. Wenn ihr das
Achso, ja. Mensch, ich hab's verstanden, dumme Anzeige. Ich habe nur noch wenig Speicherplatz. Ich werde hier gleich die Aufnahme abbrechen. Ich mach schon diese Folge den Bosskampf nicht mehr. Ist okay. Bisschen nervig, solche Windows-Anzeigen, ja. Ich frag mich, wie wenig... Oh. Jetzt weiß ich, was da los ist. Diese Frame-Einbrüche, die könnten unter Umständen daran liegen, dass ich einfach kaum mehr Speicherplatz habe. Jetzt mach doch mal, ich muss zum Speicherplatz. Soll das ein Witz sein? Ich muss zum Speicherplatz, ganz offensichtlich, habe ich ja gerade gesagt. Ist hier irgendwas? Nein, nein. Boah, das fängt schon an hier zu ruckeln. Okay, ganz schnell. Ich frage mich wirklich, ob ich noch genug Speicherplatz hier habe. So, das wird hier reichen mit dem Talern. Entschuldigung, ich werde bestimmt mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit, diese Folge gleich beenden. Weil ich Angst habe, dass das hier nicht mehr auf meinen Computer passt. Aber, ja. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt das am besten in die Kommentare, damit ich auch mal was zum Lesen habe. Denn ist blöd, wenn immer keine Kommentare unter dem Video sind. Und ich nicht weiß, was ihr von dem Video haltet. Entschuldigung, ich habe mich gerade mal wieder gestreckt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.